findest jedes neue FIFA immer ein bisschen anders. Bewegungen sind etwas langsamer, finde ich, bei FIFA 18, aber ich denke, nach ein paar Tagen werde ich da schon mit klarkommen. Also ich konnte es jetzt schon mal ein bisschen anspielen, insgesamt bis jetzt 60 Spiele gemacht. Es fühlt sich sehr gut an, sehr flüssig, das Passspiel läuft fast schon zu gut, sag ich mal. Ansonsten, die Verteidigung ist völlig anders, man muss es komplett selber in die Hand nehmen, das finde ich auch gut. Letztes Jahr hat der CPU sehr viel beim Verteidigen übernommen, deswegen merkt man dieses Jahr tatsächlich, wer verteidigen kann und wer nicht. Allerdings fallen deswegen auch sehr viele Tore momentan noch und auch, weil die Keeper momentan, sag ich mal, ja, nicht so gut sind. Die fallen sehr oft auf der Stelle, fallen deswegen etwas kuriose Tore und bei mir im Schnitt momentan 7,5 Tore pro Spiel. Ist in meinen Augen zu viel, aber das Spiel kommt jetzt erst raus und wird sicherlich noch gepatcht. Grundsätzlich finde ich das Gameplay nicht so schlecht, es lässt sich ganz gut spielen. Ich habe gestern mal so ein bisschen angespielt, es fallen grundsätzlich für mich viel zu viele Tore und die Torhüter sind ein Skandal, die halten überhaupt gar nichts. Also man merkt jetzt natürlich deutlich in dem neuen FIFA 18, dass das Verteidigen deutlich schwieriger geworden ist, sprich man muss sehr, sehr viel selber verteidigen. Das heißt natürlich, es trennt sich die Spreu vom Weizen, sprich die guten Spieler werden sich durchsetzen im Endeffekt. Was ich natürlich jetzt auch gut finde. Der Nachteil aktuell ist natürlich jetzt, dass sehr, sehr viele Tore fallen und der Torwart eigentlich fast nicht existiert, weil er wie ein Sack sich eigentlich bewegt und eigentlich sich kaum hechtet. Deswegen, ja, das müsste sich noch verändern. Ha! Ui. Ein sehr, sehr cooles Erlebnis, was man auf jeden Fall öfter machen sollte. Man hat auch gesehen, die Parallelen. Also als Verteidiger hat man gemerkt, er konnte sehr, sehr gut verteidigen, hat zwar die Fünferkette angerührt, aber das hat er auch mit Bravour gemacht. Also ich bin sehr, sehr schwer durchgekommen. Deswegen wurde es ein spannendes Spiel, wo auch für die Zuschauer gut war mit dem Elfmeterschießen am Ende. Ja, war was Besonderes, mal wieder was anderes gewesen. FIFA 18 natürlich zum ersten Mal jetzt gespielt, aber Respekt an Bando, denn der hat ein bisschen offensiver gespielt als ich. Ich habe da direkt die Fünferkette ausgepackt. Und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg für den Punkt. Cooles Gefühl auf jeden Fall mal. Ich habe gleich mal versucht, ihn zu überraschen, indem ich Herrn Bandowski als Stürmer aufgestellt habe, der ja eigentlich Verteidiger ist. Hat dann doch nicht so gut geklappt. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil er hat mir doch erzählt, er ist Hobbyspieler. Aber der konnte schon was, das hat man auch gemerkt. Ich konnte mich dann auch mit Glück etwas durchsetzen, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich mache das ja auch hobbymäßig relativ gerne und relativ oft. Und deswegen ist es schön, sich auch mit Experten auf dem Bereich einfach zu messen. Darüber können wir noch mal sprechen, aber ganz zufrieden bin ich natürlich nicht. Da geht natürlich noch was. Ja, ich weiß gar nicht, 76, 77, 67, irgendwie sowas habe ich. Alle Werte überschaubar, bis auf der Sprintwert natürlich. Da kann man mich immer mit aufstellen natürlich. Ja, das ist völlig ausreichend. Ja, Manu!